Feuer! Hui, ich habe Feuer gemacht. Ja. Jetzt wird es heiß im Odenwald. Was baumelt denn da? Das ist unser Bondage Chicken. Das geht in den Fetischgrillbereich, oder was? Ja. Ja, mein lieber Schwan. Das hier ist eine Schamkapsel. Das ist eine Schamkapsel, genau. Das ist ein Lumbehumbe. Das gefällt mir sehr gut. Kommt halt auch immer nur darauf an, was man aus seinem Leben hier macht, finde ich. Ist das toll. Du bist mein erster Engel heute. Ja, bitteschön. Hallo. Tobis Städtetrip. Erbach, hautnah. Erbach im Odenwald. Eine uralte Stadt mitten in der Natur. Ich war vor 25 Jahren schon mal hier. Ich habe meinen Zivildienst hier gemacht. Bin damals sehr viel mit dem Fahrdienst durch den Odenwald gefahren und leider nicht so viel durch Erbach gelaufen. Hier soll es so tolle Ecken geben und unfassbar kreative Menschen. Ob das wirklich so ist, entdecken wir jetzt gemeinsam. Auf geht's! Erbach ist die Kreisstadt des südhessischen Odenwaldkreises. Fast 14.000 Menschen wohnen hier, rund um das historische Schloss. Und hier soll sie auch sein, eine ganz besondere Schatzkammer. In Erbach gibt es eine uralte Tradition rund um Elfenbein. Wie Elfenbein jetzt im Odenwald gelandet ist, kann uns die Edda Behringer erzählen. Mit der sind wir verabredet hier am Schloss, am Turm. Irgendwo da in der Tür. Hallo? Ja, Tobi, bist hallo. Du's? Jawohl, Edda, grüß dich, hallo. Halli, hallo. Sind wir richtig? Freut mich, ja. Du bist richtig hier. Herzlich willkommen in der Wagenhalle. In der Wagenhalle? Unseres Schlosses, jawohl. Wieso ist das eine Wagenhalle? Ja, hier konnte man eben in früherer Zeit das Grafenhaus mit dem Wagen vorfahren. Das war ein Drive-In im Prinzip. So ungefähr ein Drive-In, wenn man schick. So will. Und jetzt darf ich dich einladen in unser deutsches Elfenbeinmuseum. Nach dir. Ein ganz besonderes Highlight unseres Hauses, unsere Schatzkammer. Du, wie ist das, wie war das damals? Wenn man heute Elfenbein hört, kriegt man fast Beklemmungen, wenn man an Elefanten denkt, wie mit denen umgegangen wird. Genau. Wie war das damals, wie ist es heute? Also, seit 1989 besteht das Welthandelsverbot für Elefantenelfenbein. Das heißt, es darf nicht mehr gehandelt werden. Und die Elfenbeinschnitzer-Tradition in Erbach, die ja auf eine 200-jährige Tradition zurückblickt, war damit scheinbar beendet. Und wir arbeiten seit 1989 mit alternativen Materialien, das heißt mit pflanzlichem Elfenbein, das ist aus einer Palmenart, beziehungsweise auch aus fossilem Elfenbein des Wollhaarmammuts. Und das ist von Mammut? Von Mammuts, okay. Genau. Das heißt, die Handwerkskunst ist wiederbelebt, aber die Elefanten sind fein raus. Genau. War genau. Glück. Okay. Ja. Und jetzt zeige ich dir noch ein ganz besonderes Stück unserer Sammlung, die große Badende. Die Badende? Ja, die große Badende. Und zwar ist das dieses Stück in der Mitte unserer Vitrine. 40 cm ist sie hoch und von einem unserer bedeutendsten Erbacher Schnitzer, Otto Klenz, geschaffen. Vermutlich so in den 1920er Jahren. An die 10 Jahre hat er gebraucht, um das Stück zu schnitzen. Ja. Wenn man 10 Jahre lang an einer Figur arbeitet, dann sieht dann wirklich so seine Traumfrau aus, oder? Ja, ja. Wahrscheinlich, ja. Was Tolles ist, das sind echte Rundungen, nicht nur Haut und Knochen, die hat sogar ein bisschen was auf der Hüfte. Gell? Genau. So wie die Venus von Milo habt ihr die Badende von Erbach. So ach, wie schön. Kann man sagen, genau. Edda, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und auf bald. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ja, und merci. Genau, wir sehen uns. Wir verlassen das Elfenbeinmuseum im Schloss und die schöne Altstadt drumherum und machen uns auf in einen ganz kleinen Stadtteil von Erbach. Hier wohnen gerade mal 800 Erbacher mittendrin in der Natur. Ach, der Odenwald. Schon ein bisschen mystisch, gell? Wir sind in Erbach-Günterfürst, im Ortsteil von Erbach, also richtig auf dem Land. Und hier lebt jemand, der ist so verliebt in den Odenwald, dass er sich überlegt hat, wie er dem mal Ausdruck verleihen kann. Wir haben uns eingeladen. Das ist der Marc. Marc Moni. Ah. Guten Tag. Hi. Warte. Kurz ausziehen. Ich warte. Hereinspaziert. Dürfen wir. Ja, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Merci. Hier wohnst du? Nee. Hier schaffst du? Ja. Okay.
Oben ist Lager, hier unten, sagen wir mal, Büro, liebevoll genannt. Ist ein bisschen an Omas Wohnzimmer angelehnt, ja. Was machst du? T-Shirts, Pullis, so ein Kram. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch, damit du auch mal ein bisschen siehst, was so im Sortiment alles angeboten wird. Es wächst eigentlich stetig. Seit wann machst du das? Offiziell seit 2018, also Markenrechtseintragung war 2018. Ja. Die ersten Klamotten gab es November 2019. Ja, Gemäue. Guck mal, so wird man im Odenwald schon mal begrüßt. Ist ja egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit, Gemäue passt, eigentlich immer. Na klar. Nicht schön. Hier schön, ich bin, abgesehen von Klamotten, ich bin schon Fan von der Bude hier. Ja, Anfang des Jahres war hier noch nicht mal ein Dach drauf, glaube ich. Also es ist komplett neu, alles gebaut. Sogar das Holz, das du hier siehst, ist aus Günterfürst. Also heimisch und nachhaltig. Es ist absoluter Odenwald hier. Ja. Das heißt, und die Firma heißt Odenwälder? Genau, also es ist Odenwälder Lumpe. Lumpe im Sinne von Stofflumpe oder Die Produkte haben auch lustige Namen, also Lumpe Sack. Lange Lumpe, das ist Pulli ohne Kapuze zum Beispiel. Lange Lumpe. Kapuzensack, okay. Also es ist ja alles irgendwie dreht sich um Lumpen oder halt eben auch Odenwälder Wörter, die man sonst eigentlich gar nicht kennt. Das heißt, ist das dein Flagship-Store? Dann, das ist jetzt das ist die Europazentrale. Die Europazentrale. Ich habe gestern ein Paket nach Belgien verschickt. Ehrlich? Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Lumpe-Humpe. Das gefällt mir sehr gut. Ja, fantastisch. Wie kam das? Hast du irgendwann gesagt, ich finde keine Klamotten oder es gibt überall was und nur hier nicht? Irgendwie so eine Mischung. Also gerade so zur Abi-Zeit, da war ich noch ein bisschen planlos, was ich auch später mal machen will. Kenne ich. Da gab es so einen Zeitungsbericht, Odenwaldhölle, der hat die Odenwälder echt tief getroffen. Also Achso, das war die Beschreibung, dass wer hier wohnt, ist quasi ab vom Schuss und so. Geht und die Leute alle, sag mal, in Anführungsstrichen versauern. Ja. Ich glaube, wir haben den in Deutsch damals auch sogar analysieren müssen. Ja. Das war so das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, wie gut es mir hier eigentlich geht und wie gerne ich hier lebe. Man muss sich dessen erstmal bewusst werden. Also wenn du jetzt gefragt hättest hier, was heißt Odenwald für dich, dann hätte ich dir wahrscheinlich ein ganzes Buch schreiben können, wenn du mir Zeit gegeben hättest. Also ich komme ja viel rum, ne? Ja. Und auch in Hessen, und es gibt so unfassbar viele unterschiedliche tolle Flecken. Nur ich merke, der Odenwald hat mich immer gleich. Du bist die ganze Zeit im Grün, an der frischen Luft. Ja. Es kommt halt auch immer nur darauf an, was man aus seinem Leben hier macht, finde ich. Also. Ja. Hier, guck mal da. Bäume, Bembel, Herzlichkeit. Marc, da könnte man einen Odenwald fast drunter destillieren drauf, oder? Ja, es gibt noch das Pendant dazu, also Bäume, Bier und Herzlichkeit. Je nachdem ist es eigentlich für jeden Liebhaber was da. Ja, findet sich jeder wieder. Ach, Socken hast du auch? Käsequande, ja klar. Also falls es mal ein bisschen stinken sollte, ne? Dann nicht mehr. Dann so, ja, damit klar. Nicht stimmt, mehr. Stimmt, sorry. Das ist ja die Lösung für das Problem. Ja, nie wieder. Ja, ist das. Hier aber stylisches Zeug. Sehr gut. Hier, ich mag alles da dran. Marc, geile Idee. Wirklich top. Marc, alles Gute. Sehr gerne. Mach's gut. Schön, dass ihr da wart. Wir müssen weiter, denn wir sind verabredet. Von Erbach Günther Fürst geht es weiter in den nächsten Stadtteil. Der heißt Dorf Erbach. Und hier gibt es mitten im Wald das Dreiseetal. Ich liebe es. Ist das nicht toll? Man kann ins Allgäu nach Bayern fahren oder man fährt halt in Odenwald. Das ist der Erdbach übrigens bei Erbach. Da kriegt man eine Idee, warum die ganzen Märchen hier aus dem Odenwald kommen, oder? Ist das toll. Wir haben einen Aufruf gemacht bei Facebook und ganz viele von euch haben uns geschrieben, auch die Anja und der Klaus Kirschlager. Und die haben gesagt, wir treffen uns an ihrem Lieblingsort. Da sind sie. Ha, gute Tobi, herzlich willkommen. Ich habe mich wieder mal verliebt. Gell? Das ist der Wahnsinn. Na? Ist auch für euch was Besonderes. Das ist unser absoluter Lieblingsort. Ja. Weil ich bin hier groß geworden. Ja. Und es war der nächstgelegene Abenteuerspielplatz, den du dir vorstellen kannst. Was hast du hier für einen Abenteuerspielplatz dabei? Ja, das ist mehr oder weniger mein Beruf und meine Berufung. Wir haben eine Metzgerei hier im Ort und wir geben Grillseminare und Wurstseminare. Und das ist so ein bisschen mein Hobby. Meine Frau hasst mich zwar dafür, aber... Stimmt das, Anja? Stimmt? Ach, nein. Gar nicht. Nein. Und da haben wir so ein paar Spezialitäten. Das sind auch so Sachen, wo ich sage, man muss nicht immer nur Rumpsteak essen. Was hast du da, Dinosaurier gegrillt oder was? Nicht ganz. Das sind Rinderknochen.
Der wird übergrillt und da kann man das auch lecker essen. Das ist ja irre. Hier noch mal kurz zu diesem Grill. Ja. Das Prinzip ist, ich mache ihn heiß. Ja. Und dann habe ich wie einen Backofen, oder was? Dann ist es wie ein Holzbackofen. Ja. Du hast hier die Schamottsteine, die werden heiß. Da kannst du ganz normal dein Brot backen. Das haben wir da drüben schon gemacht. Das hast du hier rausgezaubert? Ja. Das ist Kürbisbrot. Hier, das sieht aber auch noch mal nach Brot aus, ne? Ja. Das heißt, Pizza wird wahrscheinlich auch drin gehen, oder? Pizza, Flammkuchen. Der wird nur mit dem besten Odeweller Holz geheizt. Natürlich. Was baumelt denn da? Das ist unser Bondage Chicken. Das geht in den Fetischgrillbereich, oder was? Ja, Grillen ist Fetisch. Ja. Und das ist auf den, sagen wir mal, aus dem Asado kommt es, aus Argentinien. Ja. Die machen das relativ oft. Und da habe ich mir gedacht, es gibt Kollegen, die bauen dir so Körbe. Ich habe gesagt, für Hähnchen ist das eine gute Sache. Da habe ich mir so einen Galgen bauen lassen. Und da können wir das den Kunden auch nahe bringen, dass man mal was anderes machen kann. Und auch mit Holz ganz einfach? Ganz normal mit Holz geheizt. Das ist einfach nur eine Metalltonne mit einer Platte oben drauf. Das funktioniert wie eine Bratpfanne. Und da kannst du Gemüse drauf machen, Fleisch drauf machen. Was sind das für Apparate? Kotelett? Das sind die sogenannten Punker-Kotelett. Ja. Also wir versuchen auch, den Leute, die sagen immer das böse Fett. Und so ist es, hat es einen leichten positiven Effekt. Du machst das so, wie die Mütter mit den Kindern diese Brokkoli-Gesichter machen. Genau, ja. Genau. Das Gleiche machen wir mit Kotelett. Ja? Okay. Ja. Und die sind bei dir aus der Metzgerei? Die sind natürlich bei mir aus der Metzgerei. Okay. Ja. Wir versuchen, 80-90% aller Artikel selber herzustellen, weil da weißt du, was drin ist. Ja, okay. Ja? Und die Wurst? Das ist eine Surf-and-Turf-Bratwurst. Eine Surf-and-Turf-Bratwurst? Ja. Warte mal, was drin ist. Also Surf and Turf ist ja normalerweise Steak mit Garnele. Das ist so ähnlich, das ist auch Fleisch mit Garnele. Aber das als Highlight sind da noch Linsen mit drin. Also das ist was sehr Gesundes. Willst du es mal probieren, Tobi? Ja, na klar. Ja? Ja, sehr gern. Jetzt stehen wir hier quasi zwischen Gewässern. Was sind denn das für Teiche, Seen? Also laut der Geschichte sind die Seen damals angelegt worden, um Nahrungsmittel beizuschaffen. Also Fische. Sprich Fische, ja. Karpfen. Es gibt aber noch eine andere Sage, wo die Leute sagen, es ist Eisenerz gewaschen worden hier. Ja, wunderbar. Also wirklich wie ein Abenteuerspielplatz. Ja, und auch wenn du mal wirklich raus willst und brauchst deine Ruhe. Und ein paar Schritte und du bist gleich da, ne? So sieht's aus. Ja. Aber deine Garnelen kommen nicht aus dem Teich. Leider nicht. Noch nicht. Leider. Noch nicht. Wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Okay. Vielen, vielen Dank. Lass das schmecken. Merci. Hier war's für die Wanderung. Ihr zwei dann vielen, vielen Dank. Es war unser Fest. Gerne. Auf bald. Lass das schmecken. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Hier, das ist aber wirklich gut. Das ist mal was anderes, oder? Das ist aber wirklich lecker. Total, total ungewohnt, weil es halt wirklich anders schmeckt als Bratwurst, aber richtig geil. Ja. Und ein bisschen scharf auch, gell? Das habe ich eben gemerkt. Und was für eine Natur. Jetzt geht es wieder mitten rein in die Erbacher Altstadt, über das Flüsschen Mümling und rein ins Schloss. Es ist ein bisschen wie eine Reise in die Vergangenheit. Graf Franz I. zu Erbach-Erbach hat hier einst gewohnt und er hat wohl auch so einiges dagelassen. Die schönsten Museen sind in Schlössern. Und hier zu Hause ist Petra Willige-Friedrich, mit der haben wir uns verabredet. Ich muss mal ein bisschen fürstlicher hier schreiten. So ist besser. Hallo? Ja, hallo. Ah, Tobi. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo, Petra. Ja. Grüß dich. Immer rein. Schön hast es. Ich habe gerade gesagt, du bist hier zu Hause. Bist du so eine Art Schlossherrin hier, oder? Naja, für mich ja. Zuständig für sehr viel, ja. Sehr gut. Wir folgen. Wir gehen da mal rein. Ne? Okay. Also. Ja, mein lieber Schwan. Ein wunderschöner Rittersaal, bestens geeignet für Ritter. Feste aller Art, für Ritter, ja. Die sehen ja alle also ähnlich aus, aber trotzdem gibt's da... Ach, da gibt es ganz große Unterschiede. Und die Mode hat ja auch mitgespielt. Ne? Also die Rüstungen, die haben sich an der Mode auch so immer ein bisschen orientiert. Gab es so einen Trend, was der Ritter dann trug in der Saison? Oh ja, Saison? Das gab. Ja. Also wenn man hier zum Beispiel an diesen Beinen dieses Gefällte sieht, ne, macht den Stofffall nach. Ah. Oder ja, auch so etwas
interessante Dinge wie Schamkapseln sind aus der normalen Mode übernommen worden. Ach, die Ritter das hatten das auch. Das hier ist eine Schamkapsel? Das ist eine Schamkapsel, genau. War die für was gut? Ich kenne das von Handballtourleuten, die tragen das unter dem Trikot. Ja, aber da weiß man, wofür es gut ist. Der Zweck war in etwa der gleiche, ja. Natürlich ein Schutz. Genau, ja, okay. Ja, es war durchaus auch eine, wie sagt man, eine Demonstration, ne? Ja. In anderer Hinsicht. Sinnvolle Mode. Was man auch getragen hat im Turnier, ist eine Lanze. Im Tirst, also im Zweikampf, hat man probiert, sich da gegenseitig vom Pferd zu holen. Und magst du das mal eben anfassen? Darf ich? Ja. Also wir reden da jetzt ja über eine echte Lanze. Das ist eine echte Lanze. So, ich halte mal hier bei, aber nimm. Okay? Ich hab sie. So, richtig fest, gut. Ich hab sie. So, und dann auf dem Pferd. Das war aber ein harter Job hier. So ja. Als Ritter. Am Anfang hat man auch Turniere bestritten mit Spitze. Und das war natürlich ganz, ganz heftig. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass ein Ritter, der ein Turnier gewonnen hatte, dann eben auch die ganze Ausrüstung des anderen Ritters hatte. Ne? Da lohnt sich's trainieren. Das lohnt. Und es gab einen Begriff dafür, den kennen wir noch, nämlich der Glücksritter. Ne? Die haben ihr Glück in Turnieren gemacht. Zocker. Gut trainierte Zocker. Okay. Jetzt ist der Rittersaal natürlich ganz was Besonderes, aber es ist nicht das einzige Besondere im Erbacher Schloss. Ich bin für all deine Schätze zu haben. Dann würde ich dich einfach mitnehmen. Ja, klar. Dann gehen wir nach oben. Und hier oben in der Hirschgalerie, das ist der andere große Saal, den wir haben, haben wir dann die besonders großen Geweihe. Das ist ja der Wahnsinn. Also wir reden über echte Geweihe? Wir reden über echte Geweihe. Max mal. Von damals, also ungefähr 300 Jahre alt. Ist das krass. Na? Vor allem ist das schwer. Ja, genau. Brauchst du schon gute Nackenmuskulatur dazu. Hier, wenn du da Hirsch gelernt hast, dann weißt du aber auch, was du schaffst. Auf alle Fälle. Ne? Ja. Petra, das hat ja fast was Urzeitliches. Ja, hat das auch. Also es ist ganz, ganz groß. Und früher war das eben so. Die Tiere waren merklich größer gewesen, bedingt durch die großen Reviere, durch die Ruhe, die Qualität der Nahrung. Das hat sich verändert. Zu uns heute hin. Und die Menschen, die waren im Mittelalter eigentlich ja früher, also die Rüstung, die wir gerade gesehen haben, wirst schwerlich eine finden über 1,70 Meter. Ne? Aber Ende des 19., Anfang 20. Jahrhundert, mit der Qualität der Nahrung, mit Fleisch, mit Eiweiß, werden die Menschen auch wieder etwas größer. Ne? Und die Hirsche kleiner. Und die Hirsche kleiner, ja. Also das ist eine total spannende und interessante Entwicklung. Aber ich habe noch was. Wir haben auch noch römische Zimmer, das ist eigentlich die bedeutendste Sammlung. Herzlich willkommen im Empfangszimmer von Graf Franz zu Erbach. Vielen Dank. Aber gerne. Wen haben wir denn hier? Römer. Also die Antikensammlung im Erbacher Schloss ist einzigartig. Ja. Das Besondere daran ist, dass wir diese einzelnen Objekte im Kontext der dafür geschaffenen Räume haben. Das gibt es in Deutschland überhaupt nicht mehr. Die anderen Büsten, die sind in Museen verteilt, in einem ganz anderen Zusammenhang. Ja. Ne? Aber hier ist es so, annähernd so wie Graf Franz vor 200 Jahren seine Wohnzimmer, so nannte er das, der hat hier nämlich drin gewohnt. Guck mal, heute haben wir Asterix-Sammlungen daheim, die haben noch in anderer Liga gesammelt. Ja, allerdings. Ja. Petra, dann vielen Dank für römische Köpfe, urzeitliche Geweihe und fürs Lanzen tragen dürfen. Ja, aber gerne und immer wieder. Vielen Dank. Gerne. Mach's gut. Tschüss. Ein Besuch im Schlossmuseum lohnt sich auf jeden Fall. Und auch rund um das Schloss, die Altstadt ist echt schick. Auf die sind die Erbacher zu Recht stolz. Wie auch auf einen sehr großen Designer für Kunststoff. Den kennt eigentlich jeder. Wir sind ja immer auf der Suche nach Schönem, ne? Und jetzt sind wir kurz vor dem Betreten einer Schönheitsschatzkammer. In Sachen Kunststoff. Made in Germany kennt ihr schon, ne? Aber jetzt betreten wir alles in Sachen Design made im Odenwald. Auf geht's. Wir sind verabredet mit dem Chef von Kotziol, mit dem Stefan Kotziol. Stefan? Ja? Ich höre ein Ja. Hi. Hallo. Grüß dich. Das ist ein sehr schönes Museum, was ihr da habt, hey. Über 90 Jahre Geschichte. Okay. Jetzt nennt ihr euch ja Glücksfabrik, ne? Richtig.
Ist das ein Panzer? Das ist Schwerter zu Pflugscharen. Okay. Das ist okay. Flugzeugteile umgebaut in Küchenartikel. Und das habt ihr mal gemacht, wirklich? Das haben wir gemacht nach dem Krieg, als es kein Material gab. Ja. Da war ja das Plexiglas in Darmstadt noch vorhanden. Ja. Das waren mal für Messerschmitt die Scheiben, die an den Flugzeugen außen dran waren. Ja. Und nachher waren sie halt übrig und dann haben wir sie abgeholt und daraus was gebaut. Ja. Aus Panzer und Flugzeugscheiben was Schönes. So ist es, ja. Ach, genau. Okay. Immer was Schönes. Was steht denn da für ein Schätzchen? Ein wunderschöner alter Käfer. Oh. Der ist jetzt 60 Jahre alt. Eine Originale. Setz dich mal rein. Darf ich? Wenn du Gas gibst, probier's mal aus, was dann passiert. Da ist mein Vater mit durch den Odenwald gefahren, ja, hat hinten rausgeguckt und hat den Schnee gesehen und hat dann die Idee für eine Traumkugel gekriegt. Ein Schüttelobjekt. Ach, der hat innen. Oh. Jetzt hat's geblitzt. Ja, das kostet dich jetzt 50 Euro. Ich war zu schnell. Das Konto kriegst du dann. Das heißt, der hat in einer Kugel gesessen und hat quasi das Gefühl gehabt, im Odenwald sitze ich im Schnee und das baue ich jetzt. Jawohl, das war die Idee. Das ist ja irre. Das heißt, das, was man an jedem Souvenirshop weltweit als Kopie kriegt, hat der Opa im Odenwald erfunden. So ist es. Ja, Wahnsinn. So ist es. Ist das ein Schatz, oder? Und Strafzettel krieg ich jetzt auch noch, oder was? Strafzettel gibt's auch. Eindeutig Schuld. Guck, da rieselt der Odenwald der Schnee. Stefan, was habt ihr hier für eine Kammer? Das ist ein Stück Kulturgut aus den 70er Jahren. Original Kellerbar. Mit all unseren schönen Produkten an der Wand. Hier, der nur, guck mal, die Klassiker. Im Himmel gibt's kein Bier, drum trinken wir es hier. Hat bis heute quasi Wahrheit fallen. Ein Hirsch. Aber Tennis, du kannst da... Die Tennis ist toll, das ist wahrscheinlich aus der Bäcker-Ära dann, oder? Ja. Also Boris Groß. Aber jetzt macht ihr ja Plastik. Ist das dann, ist das Holz oder was ist das? Das ist Holz und auch verarbeitetes, veredeltes Kunststoff. Ja. Ah. Und dann musst du mal hinten auf den Knopf drücken und dann kannst du hier mitmachen. Ach, Karaoke singen. Karaoke. Hier sind ja wunderbar. Nur Hits. Ich nehm hier Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich. Leute, jetzt aber feuerfrei. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich lieb dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ja, mega. Sowas will ich zu Hause. Dann schau mal, was wir heute machen, was heute eigentlich das Thema ist. Doch ein bisschen anders wie in der Vergangenheit. Sag mal, stimmt es, dass ihr ausschließlich hier produziert? Wir entwickeln hier, wir bauen die Formen hier und wir produzieren alles 100% in Erbach im Odenwald. Das sind alles hochtechnisierte Maschinen, die in diesem Falle unser Superglas produzieren, was einzigartig auf der ganzen Welt ist. Was ist das Besondere? Das Besondere ist, dass es überhaupt nicht kaputt geht. Stefan, unkaputtbar. Also am Ende kaputt kriegt man ja alles, oder? Du kannst nachher mal probieren. Wenn du es hinkriegst, zahle ich deinen Strafzettel. Das machen wir sofort. Was ist denn das Süßes? Das ist ein Salz- und Pfefferstreuer, der gut funktioniert und trotzdem und noch gute Laune macht. Ihr die Vögelchen gemacht? Ach, das ist ja süß. Das ist einfach ein Magnet. Fantastisch. Hier piepen wir jetzt hier. Fein ihr zwei. So, und nun? Und jetzt kannst du mal dein Geld verdienen hier. Dann hau mal das Glas kaputt. So. Also, ich kann da schon. Ah ja? Alter Vater. Okay. Ich mach noch mal. Hält's auch zwei Schläge aus? Das haut 100. Der geht höchstens der Hammer kaputt. Ich geh mal weg, damit er dann in die Richtung fliegt. Ey, das ist ja der Wand. Aus was ist das gemacht? Das ist aus unserem Superglas-Material. Das ist ja der Wahnsinn. Hier zum Poltern blöd, aber für die Party ganz gut. Das ist nachhaltig, das hält auch 100 Jahre. Ja, der Wahnsinn. Du, Stefan, dann vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Ich wollte dir gerade weiter gute Ideen wünschen, aber ich glaube, die sind hier so viel daheim, oder?
Wir brauchen gute Kunden. Ja, dann wünsche ich dir die. Haben wir selber. Dankeschön. Ja. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Danke dir. Tobi, danke. Für uns geht es wieder zurück in die Erbacher Altstadt, denn wir haben ein Date mit Christine Kasimir. Die ist hier Stadtführerin und die hat sich am Telefon schon so gefreut, dass wir kommen, denn sie liebt ihre Stadt. Hey Tobi, hallo. Hallo. Herzlich willkommen in Erbach, in unserem Erbach. Grüß dich. Schön habt ihr's. Ja, das meine ich aber auch. Ich will dir hier gleich mal unser Fatador-Schild zeigen. Wir stehen hier. Geht direkt los. Ja, auf unserem schönen Marktplatz. Ja, und das wunderschöne Schild, der Fatador, ist natürlich der Oderweller Dialekt, den wir hier so haben. Fatador heißt so viel wie Papa, schau, guck mal da, oder? Ja, gucke mal da. Ja. Schau nur dort, Vater. Denn der Bursche, der zeigt dem Odenwälder Bauer, der eine Tracht anhat, dem zeigt er die Himmelsrichtung, wo es sowas gibt wie eine öffentliche Toilette. Das heißt, das ist ein sehr kreatives Klo-Hinweisschild. Ganz genau. Man sagt dann, was sagt es man? Es heißt bei uns im Orenwald, wo geht's denn da zum nächsten Fatador? Ah ja, fantastisch. Und dann hier dieser Hinweis. Aber ja. Es ist ein bisschen knapp und brenzlig, denn er war wohl auf dem Wiesenmarkt bei uns und deshalb ein bisschen Bier getrunken. Und jetzt ist es knapp und deshalb hat er die Hosenträger schon mal ein Stück runtergelassen. Es pressiert wirklich, gell? Ja, aber vor lauter hat er auch noch seinen Hut falsch rum auf. Woran erkennt man das? Man trägt hier im Odenwald den Dreispitz, ja. Den Hut mit den drei Ecken. Und solange man ledig ist, darf man den so rumtragen, nämlich mit der Spitze nach vorne. Möchtest du den mal gerne aufsetzen? Ich bin aber nicht mehr ledig. Ah, da ist alles zu spät. Dann bist du nämlich verpflichtet, den Hut rumzudrehen, bis die Spitze nach hinten zeigt. Denn dann sagen wir, guck, jetzt hat er sich die Hörner abgerennt. Ah, okay. Wobei es eigentlich eine super Lösung ist. Wenn man so einfach erkennt, genau. Wer zu haben ist, wir nicht, ja, oder? Ja, wir Mädels, wir haben es total leicht. Was, ja. Wir sehen immer gleich, rentiert sich oder lass es bleiben. Fantastisch. Ne? Okay. Ist da immer noch ein Fatador? Also ist da immer noch ein Klo? Ja. Ach, es gibt noch so viel zu sehen. Komm mal mit. Wie lange bist denn du schon Stadtführerin hier? Oh je, ich bin schon über 20 Jahre. Einem ganz, ganz alten Eisen. Ja, ja schon. Und aber es macht halt mächtig Spaß, in der eigenen Stadt die zu repräsentieren und zu zeigen. Es ist einfach meins. Ja. Und hinter mir, im heutigen Tourismuszentrum, das war früher unser Gefängnis. Oh, denn da drin wurde früher das Gericht abgehalten. Ja, wenn die Vergehen nicht so groß waren. Und man wurde verurteilt an den Pranger, ans Halseisen. Da wurde man hier hingestellt und vorgeführt. Das waren dann eher die Zorngickel, Jammerlappe, die Muckeschaute, die Olwel, die Petschestribbler und die Saufkumpane. Die standen hier den ganzen Tag. Man durfte man die in dieser Zeit beschimpfen und bespucken. Ja. Und vielleicht kennst du auch den Ausdruck, einem ans Bein pinkeln. Das haben sie aber nicht gemacht, oder? Ich war ja nicht dabei. Seitdem stand hier höchstens noch ein Tobi-Kämmerer. Ich würde dich so gern mal hier am Pranger stehen sehen. Ob es passt. Na ja. Wir gucken mal. Ach, das aber. Ja, geht doch. Höhe ging. Ja, geht doch. Ich sag mal so. Kurz geht's. Ja? Den ganzen Tag möchte ich es nicht machen. Und mit einem Bein pingeln, die Vorstellung ist natürlich auch nicht so gut. Ist auch nicht da. Hättest du dann lieber da im Knast. Dann gehen wir lieber noch ein bisschen weiter mit zu. Komm. Ja, Tobi, ich wollte dir noch eine geologische Besonderheit zeigen. Ja. Das hier, das ist unser sogenannter Erdbach. Von dem hat Erbach seinen Namen gekriegt. Ja, dann ist man einfach das D gestrichen, oder was? Genau. Okay. Und da haben wir dann Erbach draus gemacht. Aber eine Besonderheit gibt es dennoch, ein Stück weiter vorne. Denn dieser Bach, der von da hinten herkommt, der verschwindet hier von jetzt auf nachher einfach in den Felsen im Boden. Der macht sich ja wirklich ab, gell? Ja, nichts mehr von jetzt auf nachher ist er fort. Die Erbacher schwätze von einer Erdbachversickerung. Oder vom Erdbach-Einschlupf. Oder von der Erdbach-Schwinde. Und weiß man, wo er hinmacht? Ja, ja, das weiß man. 500 Meter weiter drüber an der alten Mühle, da kommt der Bach von jetzt auf nachher aus der Erde wieder raus. Das ist ja irre. Und
Und ist es dann wie ein Höhlensystem da drin? Ganz oder wie genau. Ist das? Ja. Man sagt, es ist eine unterirdische Höhle. Ja. Und da waren die Geologen etwa 400 Meter weit drin. Und ich war damals noch Kind und meine Brüder und ich, wir waren auch hier. Ich habe vorne Schmiere gestanden. Und die sind heimlich. Und die Jungs, die sind natürlich reingeklettert. Ach, so weit, bis sie auf den Bauch kriechen mussten. Oh Gott. Und dann hat sie doch ein bisschen die Angst gepackt. Sind sie wieder rausgekommen, aber, oder? Zum Glück kamen sie wieder raus. Aber was ganz Besonderes, dass plötzlich der Bach verschwindet und drüben wieder rauskommt. Das Wunder des Erdbachs in Erbach. Christine, vielen Dank, dass du uns gerne mitgenommen hast. Du, man kann dich als Stadtführerin ganz normal buchen wahrscheinlich, oder? Ja. Toll. Ich habe fast immer Zeit. Eine Top-Empfehlung, wenn ihr was wissen wollt über alte Geschichten, über große Felsenmagie und noch ein paar weitere Geheimnisse, meldet euch bei der Christine. Vielen Dank. Gerne. Erbach hat einfach was, finde ich. Und für alle, die hier mal über Nacht bleiben wollen, um sich die Stadt und den Odenwald anzuschauen, habe ich einen echten Geheimtipp bekommen. Ein Viertelstündchen von Erbach entfernt, im Örtchen Vielbrunn. Wir gehen auf Zeitreise in die 70er Jahre. Gutes Jahrzehnt, mittendrin bin ich geboren. Zu Ottilia und Dejan Thoma. Ein Hotel, wo es angeblich sogar eine James Last Suite gibt. Guck dir das mal, ist das geil. Guck mal, die Lampen. Die Lampen sind schon der Knaller. Oh. Tobi, hier. Ach, hallo. Guten Tag, hallo. Grüßt euch. Ich habe mich kurz in 70er Jahre Lampen verliebt. Ja, das hoffe ich. Oh, ist das, das ist ja irre, ey. Komm herein. Das ist mal ein Aufgang. Grüßt euch. Hallo. Schön, dass du hallo, bist. Hallo, zwei. Hallo. Muss man langsam laufen und wirken lassen. Der Teppichboden ist ja auch ein Traum. Wie früher, oder nicht? Oder wie bei der Oma zu Hause. Das Hotel, ihr habt es gebaut und habt alles aus den 70ern reingepackt. Leider nicht. Nicht? Nein, also das Hotel stand schon, also ich sag mal, in den 90er Jahren wurde stillgelegt, aber ja, stand schon immer alles hier, so wie man jetzt sieht. Das heißt, es ist alles original, es ist so geblieben eigentlich? Ja, einfach die Tür zugeschlossen und dann nach 20 Jahren durch die Enkelin wieder alles reaktiviert. Ja, Wahnsinn. Das heißt, das sind echte 70er-Jahre-Schätze, die wir hier sehen. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, jeden Moment kommt die Oma und zieht mir einen Niki oder einen Rollkragenpullover an hier. Ich zeige dir gerne unseren Frühstücksbereich. Wir bleiben natürlich auch hier bei den 70er Jahren, dass wir servieren. Das heißt, es wird immer alles am Tisch gebracht. Es gibt kein Buffet, man kein setzt Buffet. Sich und Nein, kriegt alles. Gar nicht. Also es wird immer alles am Tisch gebracht, ja, jeder Wunsch erfüllt, aber halt nicht in Buffetform. Ja. Ja, guck, da stimmt ja wirklich alles. Genau, natürlich wie diese Garnitur, die eine besondere Garnitur ist, ein brasilianer Designer. Das gibt nur zweimal auf der ganzen Welt, einmal in Kalifornien und einmal hier in Vielbrunn. Darf ich? Du darfst einmal. Hier, man Ach, sitzt darauf. Aber so ein bisschen 70er-Jahre-Modern auch hier. Das ist toll. So, jetzt bin ich natürlich total heiß. Ich habe gehört, es gibt eine James Last Suite bei euch. Ja, das haben wir tatsächlich. Wollen wir mal gucken gehen? Auf jeden Fall, ja, bitte sehr. Es wurde auch so genannt, James Last Suite, weil der James Last tatsächlich in den 70er Jahren hier übernachtet hat. Der James Last war in Vielbrunn? Ja, 8 Tage lang. Hier geht's zu der Suite. Oh. Bitteschön. Oh, das ist aber wirklich sweet. Was ein Bett. Oh. Hat da James Last drin geschlafen? Ja, tatsächlich. Der echte. Hier, den Fernseher hatte meine Oma. Viele kennen natürlich diese Fernseher, allerdings nicht mit den 3D-Displays unten. Es ist schon was Einzigartiges, weil man konnte gleichzeitig 3 Sender sehen. Was ist damals hier auf wahrscheinlich dem Bildschirm. Genau. Ja, nee, das hatten wir nicht. Wir hatten nur einen, aber ich kenne das Logo noch. Ja, natürlich. Und es war dann farbig. Ja, genau. Wahnsinn. Dann haben wir hier den Wohnbereich. Und ach, die Wände natürlich mit Teppich, ne? Ist klar. Ich habe schon viel gesehen, aber sowas noch nicht. Es ist, wie gesagt, einzigartig, weil alles original ist. Ja? Wir haben nichts nachgekauft. Das hier, modernstes Handy? Ist das für, war das für intern oder auch zum Raustelefonieren? Auch zum Raustelefonieren, genau. Ehrlich? Ja, der Wahnsinn. Wer kommt denn zu euch?
Also wir haben natürlich diejenigen, die einfach die Zeitreise nochmal erleben wollen, die sagen, ich würde so gerne nochmal da übernachten wie früher bei meiner Mutter zu Hause oder Oma und so weiter. Und wir sind natürlich auch in Foto- und Film-Location, das heißt, wir bieten die ganze Räumlichkeiten an, gerade für die Produktionen, die einfach einen Film oder Musikvideo drehen wollen, shooten wollen. Ja, Logo, na klar, das ist, wo findet man diesen Style, gell? Genau, ja. Das ist ja irre. Ihr zwei dann, vielen Dank, dass ihr uns auf eine kleine Zeitreise. Sehr geile Zeitreise im Hier und Jetzt mitgenommen habt. Also das ist der in Wahnsinn. Einem kleinen Museum. Dann vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Und euch für alles Gute. Ebenso. Vielen, vielen Dank. Schöne Gute. Eine Nacht für zwei in der James Last Suite kostet mit Frühstück 135 Euro. Es wird Abend in Erbach und ich bin schon ein bisschen gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Wir haben ganz viele Tipps von euch bekommen, was wir uns anschauen müssen, wen wir treffen sollen. Und deshalb haben wir mal durchgeklingelt bei Bea und René. Die machen irgendwie alte Traditionen aus dem Odenwald wieder irgendwie neu. Und das hätte wohl was mit diesem Gebäude zu tun. Gucken wir mal. Angemeldet Zimmer. Ach, hier könnte ich auch wohnen. Hey. Ist das schön. Oh, Halleluja. Ah, da ist er. Grüßt euch. Hallo, Tobi. Hi. 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 Ihr ist schön, hey. Oh, ganz kurz. Ja. Ich guck mal, das Schönste. Extra. Guck mal, das Schönste. Extra für dich. Für mich angemacht. Ja. Ich verneige mich. Der Adler heißt uns willkommen. Ach, guck mal. Hier regiert und brennt auch die SGE. Ist das schön. Ey, da habt ihr aber ein Kleinod hier. Ist das mittlerweile, schön. Mittlerweile. Ja. Herzlich willkommen auf dem Hof der ehemaligen Dampfbrennerei aus Erbach, Sior. Dampfbrennerei im Sinne von Schnaps. Ja, also der Schnaps wurde mit Dampf gemacht. Ja. Und die haben hier jede Menge Schnaps und Essig gemacht. Okay. Mhm. Und was macht ihr? Also wir kamen eigentlich über den Hauskauf zu dieser ganzen Geschichte. Das ist eure Bude. Geschichte. Das ist unsere Bude, genau. Ihr seht mich jetzt schon von Neid zerfressen. Okay. Ja. Also so sah es nicht immer aus. Ja. Es sah ganz am Anfang eigentlich schrecklich aus. Da viel Liebe, Blut und Tränen und Geld reingesteckt. Ja. Genau. Wir haben, oder ich habe eigentlich als Kind schon immer ab und zu mal unterm Zaun durchgeguckt. Ja. Und fand es immer sehr spannend hier, das Haus. Ja. Und irgendwann hörte ich, dass es zum Verkauf steht. Hast du mal die Hand gehoben? Haben wir gesagt, da sind wir dabei. Ja. Als ihr da am Sanieren und Ausmisten wart, war da irgendwas von Brennerei noch übrig überhaupt? Als wir oben den Dachstuhl ausgebaut haben, hier oben, um die Kinderzimmer reinzumachen, da haben wir dann das alte Rezeptbuch in einer Kiste gut versteckt in diesem Dachstuhl gefunden. Nee. Und das habt ihr noch? Das haben wir noch, genau. Das ist ja ein echter Schatz, oder? Ja. Und da sind natürlich alle Rezepte drin, die hier in dieser Schnapsbrennerei irgendwann mal gemacht wurden. Hier, das sind ja richtig, das sind ja Odenwälder Geheimnisse dann wahrscheinlich, oder? Ja, also das fängt an bei 1898 und geht dann hier 1910, 1930 endet es irgendwann. Ja. Und da wurde eben alles festgehalten. Dieser Odenwälder Tropfen, darum dreht sich es eigentlich heute. Okay. Der Odenwälder Tropfen, das war hier so ein bisschen, heute würde man sagen, eine Kultmarke. Ja. Ja, das war so eine regionale Spezialität. Das hat man in der Kneipe und abends, gab es den. Das gab es in der Kneipe und das gab es in allen Bäckereien und Metzgereien. Ja. Die hatten alle ihren Odenwälder Tropfen. Haben die das hier mit diesen alten Dingern noch gemacht hier? Oh. Das ist die ehemalige Schnapsbrennerei, natürlich. Und die damit wurde das gemacht. Die habt ihr als Verneigung stehen lassen? Das ist Museum, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, da wird nichts mehr mit gemacht. Ja. Aber ich konnte mich einfach nicht davon trennen. Die Bea hatte ab und zu gesagt, naja. Brauchen wir es wirklich noch? Brauchen wir es noch. Aber es ist ein guter Platz, Bea, oder? Es gehört zum Haus. Ja, es musste einfach erhalten bleiben. Ja, und hast du mal dann selber mal gerührt, oder was? Ja, wir können gerne mal... Ja, zeig mal. Normalerweise müsste man ja probieren, aber das geht ja nicht. Geht im Moment leider nicht, Aber gucken können wir ja mal. Gucken können wir. Also das ist der gute Odenwälder Tropfen, den wir komplett selbst machen. Ja, Wahnsinn. Was darfst du verraten, was drin ist, ohne zu viel zu verraten? Also das ist natürlich wie bei Coca-Cola, ne? Nein, heilig. Ist, Aber so aber ungefähr. Es sind, sagen wir mal, alles Sachen aus der Heilkräuterapotheke drin. Ja.
Angelika-Wurzel ist drin, Sternanis ist drin, das schmeckt man auch ganz deutlich. Ja, Nelken, Süßholzwurzel. Wir haben das erstmal nur probiert und erstmal nur für uns gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen mal gucken, wie der schmeckt. Ja. Das hat sich ja dann so schnell rumgesprochen, dass sie alle gesagt haben, den Odenwälder Tropfen gibt's wieder. Und dann ging das rasend schnell, sodass wir dann wirklich jetzt zu einem kleinen Nebenjob gekommen sind. Wahnsinn. Ich gebe dir mal ein Fläschchen mit nach Hause. Sehr gerne. Du probierst ihn in aller Ruhe mit jemandem, der dir am Herzen liegt. Ja. Es ist was Gesundes. Wahnsinn. Schatz, das wirst du sein. Ja, dann euch vielen, vielen Dank. Ich werde es mit einer Verneigung und mit großes Gedenken an die Geschichte probieren. Prima. Schön, dass du da warst. Euch alles Gute. Schön, dass du da warst. Macht's gut. Ja. Danke. Wir haben eine Verabredung und angeblich wird es ein heißes Date, hat der Stefan gesagt. Wir treffen ihn an der alten Kirche. Er hat behauptet, mir würde der Weg erleuchtet. Okay. Ja, das könnte hilfreich sein. Ist das toll. Du bist mein erster Engel heute. Ja, bitteschön. Hallo. Wir suchen den Stefan. Dann folge mir doch bitte. Dann habe ich eine feurige Überraschung für dich. Ja, aber sehr, sehr gerne. Geht es gut auf dem Kopfsteinpflaster? Ja, das geht. Bisschen Übungssache. Schau mal, Tobi, da drüben ist es. Da ist der Stefan. Ich wünsche dir viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Ciao, mach's gut. Jetzt wird's aber hot. Hallo. Hallo, Tobi. Grüß dich. Ach du großer Gott. Respekt! Ey, mein lieber Schwan, hier, danke euch, das war ganz toll. Vielen, vielen Dank. Dabei müssen wir Luft kriegen. Ja. Und jetzt? Geht's euch gut? Habt ihr Brandblasen? Ja, uns geht's wunderbar. Okay, okay. Was macht ihr? Es sieht fantastisch aus. Habt ihr einen Zirkus? Bist du? Was ist hier los? Ich mache schon seit über 25 Jahren Feuershows, bin Pyrotechniker, mache Feuerwerke. Und hier Erbach, hier bin ich zu Hause. Bist du hier geboren? Bist du gebürtiger Erbacher? Ich bin gebürtiger Erbacher. Das Haus gegenüber ist das Haus meiner Großeltern. Ehrlich? Genau. Oh, da ist zu Hause für dich? Da ist mein... Okay. Genau. Und für wen machst du das dann? Für Kiddies oder wer Bock hat? Wir machen das für Kiddies, für andere, die das lernen wollen, die da als Artisten mit einsteigen wollen. Wolltest du schon mal ein Drache sein? Das kommt drauf an. Ich sag mal ja. Okay, dann lassen wir dich doch einfach mal Feuer spucken. Okay, komm ich da heil raus? Ich hoff's. Also ich habe einmal Wasser dabei und ein paar Löschtücher. Und das ist sehr gut. Ja, dann drücken wir uns vor allem mir mal die Daumen. So, Tobi. Ja. Das nimmst du hinten mit dem Daumen in die Hand. Ganz genau. So. So. Jetzt atmest du tief ein. Maske runter natürlich. An den Mund setzen. Feuer! Halleluja! Alter Vater! Hui! Oh. Stefan, ich habe Feuer gemacht. Das war ein Erlebnis, ne? Vielen Dank dafür. Das wäre eine Idee für zu Hause. Leute, heiße Geschichte. Danke dafür. Ihr Lieben, Erbach, ein heißes Pflaster. Mitten im Odenwald, das heißt mitten in der Natur. So viel Schönes in dieser Stadt. Und das Tolle ist, dass die Erbacher den Geist
ganz weit haben für neue Ideen, dauernd sich und andere Sachen neu erfinden, aber mit dem Herz sehr, sehr hier zu Hause sind. Ich komme wieder und nicht erst in 20 Jahren.